So, welcome back. Ich melde mich auch mal wieder zurück. Ja, wir haben es jetzt nicht mehr weit bis nach Frankfurt, noch 47 Meilen bis zum Top of Descent. Jetzt ist der Sound gerade wieder weg. Einen Moment. So, jetzt ist er wieder da. Ja, noch 47 Meilen bis zum Top of Descent. Jetzt noch 45 Meilen. 20:12 Uhr Zulu fängt der Descent an laut FMC, also 22:12 Uhr deutsche Zeit. Und da rechnet der Ankunftszeit laut FMC in Frankfurt 20:44 Uhr Zulu, also 22:44 Uhr deutsche Zeit. Wir werden allerdings noch ein paar Minuten rausholen, weil ich denke mal, dass wir nicht die komplette Anflugroute ausfliegen werden. Ich erwarte ein eher ja, niedriges bis mittelmäßiges Verkehrsaufkommen in Frankfurt. Ja, und so kommen wir dann doch, obwohl wir mit ein paar Minuten Delay gestartet sind, ja, pünktlich in Frankfurt an, ein paar Minuten früher sogar. Ja, ich habe hier schon soweit alles eingestellt. Im FMC ist die Runway 25 Left einprogrammiert und die Spesa-Tri Bravo Arrival Route. Ich gehe mal davon aus, dass es auch diese Anflugroute werden wird und auch die Runway. Ja, ich check gerade nochmal die Artis und das Wetter. Also momentan haben wir Info India, ich check das gleich nochmal im Descent. Und ansonsten die Runways 25 sind aktiv, der QNH bei 1015, das können wir schon mal preselecten. Und ja, dann können wir auch die Entscheidungshöhe schon mal wieder einprogrammieren für die 25 Left. Ja, wir haben gerade Cut-1-Bedingungen, das heißt, die Entscheidungshöhe ist auf der 25 Left für Cut-1 bei 560 Fuß. Die Decision Altitude bei 560 Fuß. Ja, und das drehe ich dann auch hier ein. Gut, dann haben wir das alles soweit schon mal gemacht. Ich kann noch eindrehen VORs. Die ILS-Frequenz für die 25 Left ist laut Charts 11115. Das stimmt also mit dem FMC überein. Ja, und dann können wir noch das Frankfurt VOR eindrehen, 114.2, und ich würde noch Charlie VOR eindrehen. Da führt das Missed Approach Procedure hin 115.35. Das mache ich dann auf die linke Seite. Und das Frankfurt VOR mache ich dann auf die rechte Seite. So, dann aktiviere ich das hier alles. Und ja. Dann haben wir alles eingegeben. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Berechnung der Landing Performance. Damit warte ich aber noch einen Moment, weil das macht jetzt noch keinen Sinn, wenn gleich sowieso nochmal ein neues Meter rauskommt. Ja, und hier leuchtet gerade auf FMC Message. Und wenn wir dann ins FMC schauen, dann sehen wir, die Message ist Reset MCP alt. Also wir sollen im Autopilot die Höhe niedriger einstellen, um dann gleich automatisch mit dem Sinkflug beginnen zu können. Ich schaue jetzt gerade mal hier auf dem EFB, ob noch anderer Verkehr im Weg ist. Ja, wir sind das magentafarbene Dreieck hier. Das orangefarbene hier ist unsere Route. Und hier ist zwar anderer Verkehr, auch noch nach Frankfurt unterwegs, aber ja, alles unspektakulär, alles vor uns bereits. Und es kreuzt auch keiner unsere Route. Und somit können wir jetzt hier dann auch unseren Sinkflug beginnen. Ich drehe ein Flight Level 110,
also 11.000 Fuß. Und das wollen wir dann beim Waypoint Spesa erreichen. Der Waypoint Spesa ist der erste Wegpunkt von unserer Anflugroute. Ja, und dann geht's hoffentlich ganz entspannt auf die 25 Left. Wir können auch auf die Runway 25 Center anfliegen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das vorkommen sollte oder dass er uns die anbieten sollte. Das ist alles vorbereitet, können wir sofort umswitchen, wenn es sein muss. Und ich kann auch ein Visual Swingover fliegen, wenn es sein muss, sofern ich nicht schon zu nah an der Runway dran bin, natürlich nur. Ja, und bin mal gespannt, was da jetzt gleich kommen wird. So, ich schau mal gerade, von wann ich jetzt hier das letzte Meter habe. Ich habe das letzte Meter von 19:50 Zulu, also 21:50 deutsche Zeit. Das ist also vor 23 Minuten gewesen. In Deutschland kommen die Meters immer um 10 vor und um 20 nach raus, also jede halbe Stunde. Das heißt, das nächste Meter kommt in 7 Minuten raus. Ja, das heißt, ich werde es nicht in 7 Minuten schon bekommen. Das wird dann noch ein paar Minuten länger dauern. Also sagen wir mal, in 10 Minuten kann ich das dann checken und dann auch die Landing Performance rechnen. Ja, aber wir können gleich nochmal die ATIS abhören. Ich habe hier die ATIS-Frequenz auf COM2 bereits vorbereitet. 118.025. Werde ich mir gleich im weiteren Verlauf des Sinkfluges nochmal schnell abhören. Ja, und wenn ich das hier so sehe, in Frankfurt ist jetzt doch gerade noch, würde ich mal sagen, mittelmäßig viel Verkehr. Ich sehe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, also mindestens 7 Flugzeuge im Nahbereich des Flughafens. Also die jetzt auch wirklich gerade ihren Anflug machen. Das ist eigentlich für so einen großen Flughafen sogar noch wenig Verkehr. Also Frankfurt kann pro Stunde bis zu, ich glaube, 63 Arrivals abarbeiten. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf 60 abrundet, dann hätte man jede Minute eine Landung. Das heißt, das ist eigentlich noch wenig Verkehrsaufkommen. Und ja, da erwarte ich dann einen schnellen Anflug. Hallo Florian, ich bin jetzt gerade in den Sinkflug gegangen nach Frankfurt. Ich bin jetzt von jetzt an noch etwa, ja, ich schätze mal 25 bis 30 Minuten unterwegs. Also, ich bin wie gesagt bereits im Sinkflug und werde dann gleich in Frankfurt landen. Wo bist du denn unterwegs? Ich habe dich doch hier in meiner Freundesliste hinzugefügt. Müsste ich eigentlich sehen können. Ne, also ich kann dich jetzt gerade hier nicht sehen auf WhatsApp. Ah, heute nirgends, okay. Ja, heute war ein großes Event auf WhatsApp. Cross the Land. Das ist so ein Long-Haul-Event von Europa nach in den Mittleren Osten. Also zum Beispiel der offizielle Abflug-Airport in Deutschland war Hannover und dann gab es halt offizielle Arrival-Airports. Das war einmal Doha in Katar, Kairo in Ägypten,
Riad in Saudi-Arabien und Teheran im Iran. Ja, und ich bin in den Iran heute geflogen, von Frankfurt nach Teheran und dann auch am gleichen Tag wieder zurück. Ja, und ja, ist auf jeden Fall ein krasses Event. Also, ich habe gehört, es soll das angeblich das zweitgrößte Event auf Watzum sein, nach Cross de Pont. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es waren schon extrem viele Flugzeuge unterwegs. Und ja, war auf jeden Fall ein geiles Event. Bin ich auf jeden Fall demnächst oder beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, jetzt geht's hier gerade noch ganz gemütlich nach Frankfurt abends rein. Ja, nächste Woche werde ich unter der Woche versuchen, zwei Flüge zu machen. Und zwar einmal von Frankfurt nach Teneriffa Nord und dann auch wieder den Rückflug. Und nächstes Wochenende habe ich momentan geplant, das ist aber noch keine 100% sichere Sache. Nächstes Wochenende Samstag geht es eventuell von Frankfurt nach Mexico City und am Sonntag dann wieder zurück. Aber ich beobachte immer, welche Events auf Watzum so stattfinden, und wenn da jetzt irgendein anderes Event kommt, oder überhaupt ein Event kommt, was mich anspricht nächste Woche, dann würde ich dahin fliegen und dann verschiebe ich das mit Mexico City auf ein anderes Mal. Deswegen 100% sicher ist das noch nichts, aber ja, wenn kein anderes Event dazwischen kommt, dann auf jeden Fall Mexico City, und ich fliege auf jeden Fall auch nächstes Wochenende, definitiv. Ah, okay, in Tegel ist auch ein Event. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, warum da so viel los ist in Berlin gerade. So, ich krieg hier eine Textnachricht. Der Frankfurt Arrival will mit mir Kontakt aufnehmen. Ich werde den jetzt mal rufen. One 7 0 knots on the 5 miles with the 5 9. Das ist aber 1 1 für die Kontakt Tower. 1 1 9, das ist mit 9 8 drüber. 1 1 9, that's 1 9 NT, the number of the entry. KLM 66 valid, 24,000 feet. 4,000 feet, 66 Charlie. Captain 763, turn left, heading 7340, descent 5000 feet, KLH 1015. Left heading 340, descent 5000 feet on 1015, Captain 763. Das ist 147, expect ILS 25 left. Expecting 25 left, Lufthansa 147. Langen, guten Abend, Lufthansa 601, Level 226, Descending Level 110 to Recharge Pesa and Info India. Das ist 601, dann aus Squawk 1000. Squawk 1000, Lufthansa 601. KLM 66 Charlie, turn right heading 220. Pesa 66 Charlie. Confirm heading right 220. Right, it is 66 Charlie. Okay, Lufthansa 601 identified, Clutch Pesa, Tri Bravo Arrival, Descent Flight Level 110. Spesa, Tri Bravo Arrival and Continuing Descent Flight Level 110, Lufthansa 601. Again, 763, turn left heading 280. Left heading 280, Neptune 763. Das ist unser 519er Contact Tower. 119er, das ist mit 9er vorbei. 119er, das ist mit 9er, bye bye. Lufthansa 519. Das ist unser 147, turn left heading 060. Left heading 060, Lufthansa 147. KLM 66 Charlie, cleared LS, 25 left. 25 left, 66 Charlie. Neptune 763, intercept localizer 25 left. Intercept localizer 25 left, text Neptune 763. Ja, hier in Frankfurt auf der Frequenz ist einiges los. Es ist zwar nicht allzu viel Verkehr gerade unterwegs, aber dennoch muss das ein Anflugcontroller. ILS 25 left and we have India, Lufthansa 601.
Ja, aber es ist wenig Verkehr, aber ein Controller muss halt gerade den kompletten Anflugverkehr hier bearbeiten und deswegen ist trotzdem viel los auf der Frequenz. Ja, wir haben gerade die Landebahn 25 links also zugewiesen bekommen. Das ist die südliche der drei Parallelpisten in Frankfurt. Das hatte ich sowieso geplant. Das heißt, ich muss hier nichts umändern und ja, kann dann hier ganz entspannt meinen Anflug machen. Ah gut, dass du mir das reinschreibst, Florian. Ich wusste gar nicht, dass morgen so ein Tegel-Event ist. Ja, wenn ich spontan Zeit haben sollte, fliege ich vielleicht mal einen kurzen Hüpfer nach Tegel und auch wieder zurück. Ich muss aber schon, ob ich das morgen schaffe, weiß ich jetzt noch nicht. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis und ja, schön, dass es auch ab und zu noch Tegel-Events gibt. Der Flughafen ist ja eigentlich mittlerweile geschlossen. Aber ich habe auch die Szenerie sogar noch dafür. Also ich werde es mir auf jeden Fall überlegen, dahin zu fliegen. Alerte 763, Reiterdeck 280 to intercept. 280 to intercept, jetzt mit 763. KLM 66 Charlie, Speed 1700, 5 miles final. So, ich werde die Landing Performance dann mal berechnen. Eurobalken, Speed 1700, 5 miles final. Ah, sorry, 1705, my mic button mustn't be working properly. Sorry. Neptune 763, speed 1703 knots at 5 miles final. Speed 1703 knots at 5 miles final, Neptune 763. Offensive 147, descent 4000 feet. 4000 feet, lift as 147. Lufthansa 601, descend flight level 70. Lufthansa 601, descending flight level 70. Gut, wir dürfen auf 7000 Fuß runtersinken. Ich stelle das hier im Autopilot ein. Ja, Tegel ist ein schöner Airport. Ich bin da tatsächlich vor ein paar Jahren noch mit der Lufthansa 747-400 Real hingeflogen. Das war, als Air Berlin pleite gegangen ist. Da hat Lufthansa kurzfristig Langstreckenflugzeuge zwischen Frankfurt und Berlin eingesetzt. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und bin mal mit der 747-400 geflogen. Ja, ich finde auch, Tegel ist ein schöner Airport und... ja gut, es gibt noch auf der Watzim... Lufthansa 601, turn right heading 300. Lufthansa 147, turn left heading 350. Left heading 350, Lufthansa 147. KLM 66, Charlie, contact tower. Ja, also wie gesagt, ich werde mir das mit Berlin-Tegel morgen überlegen. So, ich muss mich aber jetzt hier auf den Anflug konzentrieren. Wir können ja gleich noch weiter quatschen, wenn ich dann am Gate bin. Ja, Landing Performance wollte ich berechnen. Dann mache ich das mal eben schnell hier mit meinem Programm. Gut, ich werde heute mit Flaps 25 anfliegen. Die Runway ist ja schön lang, 4 Kilometer. Es gibt genug Abrollwege. Wenn man einen verpasst, kann man einfach den nächsten nehmen. Ja, und die Autobrakes mache ich auf 2. Hier Dallas, 25 left. Hier Dallas, 25 left. Lufthansa 147. Ja, und wie man sieht, Autobrakes 2 hat er eingestellt. So, die Approach Speed heute plus 6. Bei einem Headwind von 2 Knoten. Also alles entspannt hier. Gut, dann mache ich nochmal einen Recall-Check. Dann mache ich auch schon mal hier die Landing-Lights an. Gut,
Ja, die Landing Performance ist auch berechnet, dann mache ich mal die Lufthansa 601 ist sending 5000 feet QNH 1015. Gut, wir dürfen auf 5000 Fuß runter und den sollen das nach dem lokalen Luftdruck fliegen. QNH ist 1015. Ja, die Höhenmesser beide bei 8800 Fuß bei dem lokalen Luftdruck. 170 aus der 5 Miles Triangle, Lufthansa 147. Ja, und dann mache ich die Speed 220. Lufthansa 601 reducing speed to 20. Lufthansa 601 turn right heading 330. Lufthansa 601 turning right heading 330. Hamburg RS 203 Mike, climbing 4000, landing 1 Lima. Hamburg RS 203 Mike, hello, climb flight level 130. Flag 130, Ocean 203 Mike. Gut, Approach Checklist, Recall checked, Altimeters, ja, ich schau nochmal, ja, 8000 zeigen beide an, QNH 1015, das passt, und die Auto Brakes auf 2. Ja, wir müssen hier Geschwindigkeit reduzieren und nochmal so ein bisschen wegdrehen vom Flughafen, weil wir dann doch dem anderen Verkehr ein bisschen zu nahe gekommen sind. Auf unser Wannfasser im Connect Tower, Wann deiner, das ist mit deiner, vorbei. 419, this 19, Lufthansa 147, tschüss. Lufthansa 601, turn left heading 280, descent 4000 feet. Lufthansa 601, left heading 280 and down 4000. So, wir dürfen auf 4000 Fuß runter und drehen wieder Richtung Flughafen. Ja, wir empfangen auch bereits das ILS, sehr schön. Aber der Rest tut sich noch einmal, ich meine, der Unicorn 1-2-8, bitte. Unicorn 1-2-2, das ist 0-8, ich bin für Service. Tut sich das immer. Lufthansa 601 cleared ILS 25 left. Gut, wir sind freigegeben für den Anflug. Wir dürfen jetzt gleich hier links auf die verlängerte Anfluglinie drehen. Das macht er jetzt gerade automatisch. Ja, und wie man sieht, der Gleitslope ist hier auch schon perfekt für uns. Ich warte noch einen kurzen Moment und dann drücke ich hier auch schon auf auf Approach. Ja, mach ich jetzt. Lufthansa 601, Speed 170 until 5 miles final. So, ich reduziere weiter. Flaps 5. So, ich fahre die. Ne, ich fahre nicht die Speed Brake aus, aber ich arme sie. Und reduziere weiter auf 190 und dann auf 100. Ah, ich reduziere direkt durch auf 170 Knoten. So, Flaps 10. Ja, die Speed Brakes sind armed, das sieht man hier. Und die Flaps fahren geradeaus. Jetzt haben sie die Position 10 erreicht. Dann können wir so weiter ausfahren auf 20. Lufthansa 601, Connect Tower, 1-1, das ist mit einer vorbei. Lufthansa 601, 99, ciao.